Ja, es ist wieder soweit, es ist wieder Freitag und hier kommen wieder die Antworten zu euren gestellten Fragen. Als erstes bedanke ich mich mal wie sage ich jetzt mal? Jetzt fällt mir das Wort nicht an. Unsere Neuzugänge. So, einmal Warlock East oder Warlock Steves, wie auch immer. Dark Daniel 70, X mit Metroidska, oh Mann, ihr habt immer einen Namen. Razer Entertainment. Psycho, Isoverein, ja, oder auch immer. Skell 010, Seushi 4, Mega Gamer 222 und noch eine 2. Thehater 1301, wo ich mich frage, du bist ein Hater, du abonnierst nicht. Shia XD. Und Brownie, what the fuck, denke ich mal, sollte das WTF heißen. So, dann kommen wir gleich zu unserer ersten Frage. Das kenne ich gar nicht. What's up? Nothing. So, JD Dark 10. Welchen Typ bei Kabal findest du am besten? Ja, wie gesagt, ich finde am besten bis jetzt zur Zeit Forceblader, da ich den ja auch spiele. Aber jeder Char hat seine Vor- und Nachteile. Also, ich mag am liebsten Force Blader. Jo, als nächstes fragt Tobi Wan Kenobi 18. Findest du Force Archer können auch guten Damage machen? Auf jeden Fall. Jeder Shark, der kann guten Damage machen, wenn man gut equipped ist. Also, kann ich nur sagen, machen auch auf jeden Fall Damage. Wayne Brady 1994. Du hast doch einen Bruder. Ist der älter oder jünger als du? Ich habe vier Brüder. Zwei, nee. Doch, zwei älter, zwei sind jünger. Wie heißt dein Bruder? Ja, wie gesagt, ich habe mehrere. Benny, Bernhard, Philipp, Martin. Was war das Lustigste oder auch Krasseste, was du mit ihm erlebt hast? Ja, das Krasseste war damals, mein größerer Bruder hat mich damals von der Treppe runtergeschubst. Hatte ich da ja, mein Zahn nach dem Runterschubsen, da tat mir wieder Zahn weh. Hab mir nichts weiter dabei gedacht und meine Eltern auch nicht. Nur nach so 3 Jahren wurde der Zahn total grau und dann wurde der rausgenommen. Ich glaube, das war eins der krassesten Geschichten. Ja, sonst fällt mir, es waren viele, viele, viele Sachen waren dabei. Also, mir fällt so jetzt nichts auf die Schnelle ein, aber das ist was halt lebenlang ist, weil jetzt ist der. Seitdem der Zahn rausgezogen ist, leider auch der neue Zahn etwas schief, aber kann ich nichts gegen machen. Was war das Lustigste oder auch Krasseste? Ja, genau, die Frage habe ich gerade. Spielt er etwa auch Kabal? Nee, keiner von denen spielt Kabal. Die zocken meine zwei Ältesten zocken also PlayStation 3, Call of Duty gerne. Ansonsten zocken die keinen Kabal oder geschweige PC. So, ich sehe auch gerade, ich soll mich mal rasieren. Freundin kommt auch gleich. Egal. So, als nächstes fragt Dave LP. Erstens, was hältst du von Leech of Legend, wenn du das kennst? Ich kenne es, das ist viele Freunde spielen es von mir. Ich habe selber noch nicht gespielt. Die nennen das immer LOL. Ist halt die Abkürzung. Und das soll wohl so sein wie Dota von Warcraft 3, wer das alles auch kennt. Also ich habe es noch nie gespielt, aber hört sich interessant an. Zweitens, würdest du irgendwann Minecraft spielen, wenn du es kennst? Ich kenne Minecraft. Ob ich es wirklich spielen würde, weiß ich nicht. Weil es gibt so viele Let's Player, die ich kenne und die Minecraft auch Let's Played haben. Und da weiß ich echt nicht, ob ich das auch noch Let's Playen. Und ich bin auch noch nicht wirklich rangekommen an Minecraft. Ich habe selber auch noch nicht gespielt, deswegen kann ich noch nicht sagen, ob ich das jemals machen würde. Aber ich glaube eher weniger. Drittens, spielst du auch WoW oder hast du schon mal gespielt? WoW spiele ich nicht. Also ich habe es mal gespielt. Ich habe damals mir, wo WoW ungefähr Anfangszeit rauskam, konnte man sich halt einen Test-Account, ich glaube, das geht auch immer noch, konnte man sich halt einen Test-Account machen für 2 Wochen und dann habe ich mal da ein bisschen reingeschnuppert. Also wie gesagt, also ist nicht so mein Fall. Viertens, magst du Bratwurst? Nein, Spaß. Mach weiter mit deinen Videos, einfach nur geil. Mit magst du Bratwurst? Die Frage kommt sicherlich von Alblali. Auch cooler Typ auf jeden Fall. So.
Als nächstes fragt Big Daddy 76. Erstmal fragt er nicht, er sagt erstmal geile Videos, danke dir. Wie viel hat die EOF gekostet? Nein, ich korrigiere mal, wie viel alt hat das EOF gekostet? Ich habe fast 5 Milliarden ausgegeben. Ja, die werden zurzeit recht teuer gehandelt, also 4,5 bis 5 Milliarden und noch höher. Also das ist richtig teuer bei uns auf dem EU-Server, wie gesagt. Wie viel als ist dein Set auf EU wert? Ich habe es mal echt nachgerechnet. Ich habe mal ein bisschen überlegt, wenn ich das so und so verkaufe für den und den Preis, komme ich locker auf 20 Milliarden. Hast du vor aufzuhören oder spielst du noch zu gerne Kabal? Also es gibt manchmal so Tage, kein Bock auf Kabal, zocke ich was anderes. Aber ob ich wirklich aufhöre mit Kabal, da müsste echt was Schlimmes, glaube ich, passieren. Also, sei es jetzt, mein Account wird weg, wird gelöscht oder was weiß ich, oder Kabal EU geht, kommt zugrunde und Kabal schließt sich oder so, dann ist klar, dass ich da aufhören würde. Oder wird gebannt für irgendeinen Scheiß, was weiß ich, würde eigentlich gar keinen Grund geben. Oder mein Set wird mir weggenommen, also gehackt oder was weiß ich, woran ich auch nicht glaube mit dem Hacken, also naja. Weil ich bin ganz ehrlich, wenn Leute hacken, dann denke ich mal, würden sie keine Low-Accounts hacken, so wie ich das bei vielen Freunden immer mitkriege, ich wurde gehackt. Und meistens sind es immer die Low-Leute, also die noch nicht mal 140 sind und sagen, die wurden gehackt und so. Wenn wirklich ein Hacker wäre, also wenn ich einer wäre, dann wäre ich nicht dumm und würde so kleine Accounts hacken. Ich würde dann schon so einmalig so einen ganz großen Account hacken und fertig. Also so wäre das nicht. Also deswegen, also das mit den Hacken, das glaube ich eher, ist nicht daran, dass sie auf irgendeiner Seite gewesen sind, wo sie dann ihre Accountdaten und Passwort angegeben haben. So, ansonsten wüsste ich nicht wie. Also wenn sie hacken würden, müssten sie im Kabal in die Datenbank rein und alles. Also ist immer sehr unglaubwürdig, wenn mir jemand sagt, ich wurde gehackt. Also, ich sag da nichts mehr zu. So, mit freundlichen Grüßen, Big Daddy. Danke. So, als nächstes kommt Caro 1994. Frage 1. Wieso machst du nicht einmal ein PvP-Video oder wo du im KG spielst? KG. Ist bei mir jetzt ein großes Fragezeichen. Ich meine, du meinst sicherlich NW, also Nation War, der heißt aber auf deutschen Server Nationenkrieg, wenn ich mich nicht irre. Also KG sagt mir jetzt gerade nicht. Wenn KG was anderes bedeutet, dann sag's mir bitte. Nation War, das will ich noch in Angriff nehmen. Ja, sobald ich mal einen guten Nation War erwische, weil zurzeit sind die Nation Wars so für den Arsch. Das ist, ich bin zwar auf den ganz hohen, aber das dauert 10, 20 Minuten und das ist sofort ein Call. Und das ist so nervig. Ich versuche nämlich, wenn ich ein Video mache, will ich einen Nation War erwischen, wo es schön lange dauert, also komplette Nation War Länge, und wo es halt knapp ist mit dem Sieg und Verlieren. Also wo es so knapp ist. Diese Nation Wars sind halt interessanter und alles. Frage 2. Machst du irgendwann ein Let's Play von Minecraft mit deiner Freundin zusammen? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Nö, ich denke nicht, weil sie hat letztens auch das Video gesehen, wo ich sagte, hier zweimal Permanenten und so, und ne, muss auch ein paar Fragen beantworten und so, und dann sagt sie, die ziert sich da noch ein bisschen. Also ein Let's Play zusammen könnte ich mir vorstellen mit ihr, und das wäre dann wahrscheinlich, verpiss dich, ey, was willst du von meinen Haaren? Wäre wahrscheinlich, wie heißt es jetzt, Borderlands auf der PS3, das hat sie nämlich mit mir damals auch zusammen durchgezockt. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie mit mir dazu ein Let's Play macht. Wo bist du denn jetzt? Jetzt habe ich dich verloren. So, Frage 3. Wieso holst du dir in Kabal kein Kostüm, dass nicht jeder dein Equip sehen kann? Ich habe ein Kostüm. Wenn du dann von Anfang an noch die Let's Plays gesehen hast, da habe ich dieses Winterfieber, also das Winterkostüm. Ich habe das Winterkostüm abgelegt wegen dem EOF plus 8. Ich finde, das sieht so geil aus mit der Rüstung und das EOF plus 8 dahinter. Erstens sieht schön aus, zweitens kann ich ein bisschen angeben damit. Und drittens kann nicht jeder mein Set sehen, solange ich das unter Option nicht eingestellt habe.
dass sie mein Equip sehen können. Ich könnte ja auch mit Heal anhaben, was total für ein Arsch ist. Deswegen. So, ich hoffe, du kommst groß raus mit dem Let's Play und hoffe, du machst es lange, lange so weiter. Weil mir gefallen... Jetzt muss ich weiter gucken. So, gefallen sie echt alle. Und nochmal schöne Grüße an dich und deine Freundin Cabo 1994. Danke dir! Als nächstes fragt Bloody Soul. Frage 1. Könntest du mir eventuell Tipps geben, was für welche Spiele in Frage kämen für Let's Playen? Art der Games und so weiter. Ganz ehrlich, alle. Wenn du in YouTube rumguckst... Oh, ey, du bist nervig, ey. Ah! Gleich hier. Axeboy, Feuer 2, dann geht's los. So, nochmal zu der Frage. Entschuldigung. Scheiß Fliegen hier. Eigentlich alle Arten von Games, wenn du bei YouTube rumguckst, von Let's Playern, die Let's Playen, es gibt wirklich, du kannst eigentlich so gut wie alles Let's Playen. Minecraft ist ja eigentlich auch ein Endlosspiel, so viel ich weiß. Die Sims ist auch ein Ewigkeitsspiel. Zum Beispiel, ich mache Let's Play eigentlich Kabal, was eigentlich nie ein Ende führt, wenn man es danach geht, weil das ist ja ein Endlosspiel sozusagen. Also du kannst wirklich echt alle Spiele spielen. Shooter, wie nennt man das? Jump'n'Run, Puzzles, was weiß ich. Du kannst echt alles. Sogar, es gibt Let's Player, die Let's Playen sogar kleine Flash-Games, die im Internet sind. Also echt einfach alles kannst du. Frage 2. Was hältst du von Force-Schildern bezüglich des PvE, Leveln, Dungeon, Farming etc.? Force-Schilder, wie gesagt, also wie beim Force Archer. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. PvE-mäßig macht er auch sau viel Damage. Beim Forceblader ist einfach nur nice. Der hat ja jetzt zwei Skills, wo er auf Fernangriff gehen kann. Einmal den Shield Grenade und den Shield Splinter, glaube ich, ist das. Falls ich mich nicht irre, oder war das der G-Master? Also zwei Skills einfach, da wo er den Schild halt nach vorne wirft. Eigentlich richtig nice. Der Completer ist das, wo er den Schild nach vorne hat, sogar Stun. Und die anderen zwei Skills haben sogar Down. Ja, finde ich eigentlich recht gut. So, wo war ich denn jetzt wieder? Ich verliere jedes Mal den Faden hier. Vorstellung, Level, Jo. Farm, beim Vorstellen und Farm, weiß ich jetzt. Ich habe lange nicht mehr Vorsteller gespielt. Die BM2 hat sich jetzt sowas von verändert. Also, ich habe das letzte erst gesehen. Wenn man das Schild das erste Mal so schmeißt, da trifft er sogar zweimal jetzt und ist sogar schneller auch. Das war ja früher nicht so. Also wie gesagt, es ist lange her, dass ich Vorschilder gespielt habe und ich kenne mich mit Vorschildern auch nicht gerade groß aus. So, und drittens, finde deine Videos echt super, mach weiter so, hoff, kommst noch hoch raus. MFG. Danke dir. Als nächstes fragt Train Ryoko. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Hey, ich bin's mal wieder. So, also Frage 1. Ich wollte mal deine Meinung hören, ob es sich für einen FB im 160er-Bereich mehr lohnt, wenn er ein Titanium Sword 40 Crit Damage oder mit Heal Sword 36er Crit Damage benutzt. Mit Heal. Schlicht und einfach. Eigentlich beantwortet, weil du. Ja, kommt drauf an. Also mit Heal, wenn du das hast. Wie gesagt, es kommt ja auch darauf an, wie hoch das geplust ist. Also jetzt sagen wir mal, dein Titanium-Sword ist jetzt plus 9 und Mithril ist plus 11. Auf jeden Fall Mithril. Kann ich dir nur empfehlen, weil das sind so viele Attack, die du dazu bekommst. So. Und meine zweite Frage. Bei der PvE kommen wir mit den drei Skills. Hast du alle Skills auf 9? Ja, alle Skills auf 9. Dann kannst du sie alle drei Skills halt dauerhaft in der Kombo benutzen. Drittens wollte ich noch wissen, was du von Elsewhere bis jetzt so denkst. Also ich finde es recht geil. Ich habe jetzt herausgefunden, auch wie man die Items sockelt, weil ich wusste nicht erst nicht, was es bedeutet. Also Items plussen, Items craften, also ich habe das jetzt alles herausgefunden. Ey, man kann richtig viel sogar machen bei Elsewhere. Also ich finde es richtig, richtig geil. Vor allem, wenn du weiterkommst, neue Gegner und. Also bis jetzt kann ich nur sagen, ist geil. PS, hab auch angefangen, deswegen wollte ich mal deine Meinung dazu hören. Jo, hast du ja jetzt. Also ich bin schon Level 30. Der Nachteil ist einfach nur bei dem Spiel diese Willenspunkte. Nach einer Zeit, wenn du keine Willenspunkte mehr hast, kannst du keine Dungeons mehr gehen. Und die werden nur jeden Tag um 6 Uhr morgens immer wieder aufgefüllt. Und das finde ich ein bisschen nervig. So. Als nächstes kommt Niku.
So, ich möchte erstmal einen ganz großen Lob an dich aussprechen, da ich weiß, wie viel Arbeit hinter den Let's Playen steckt. Du machst echt unterhaltsam und gute Videos. Des Weiteren wünsche ich dir viel Glück und eine Menge Zuschauer. Danke dir. So, nun zu meiner Frage. Was ist dein persönliches Vorbild in der Let's Player-Szene? Entschuldige, falls ich dies schon mal vorkam. Keine Sorge, es kommen Fragen häufiger vor. Also wenn es später zu häufig... solange sich die Fragenmenge noch in Grenzen hält, ist es kein Problem. Da beantworte ich die Fragen auch gerne mal doppelt. Mein Vorbild beim Let's Playen ist einmal... Ja, er war damals mein allererster Let's Player, den ich gesehen habe. Und das ist Zipzui. Den habe ich auch in meinem Kanal drin. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Er macht witzige Let's Plays. Bei ihm ist das Witzige, er hat die Art, sich gerne mal aufzuregen. Und danach ist er wieder ruhig. Also das ist immer witzig bei ihm. Er regt sich dann mal tierisch auf. Also er... Wie habe ich, wie soll ich sagen, also damals Crash Bandicoot oder Apes hat er gespielt. Und wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, dann hat er immer die witzigsten Ausraste überhaupt gehabt. Und das fand ich, ja, das finde ich geil bei ihm. Also deswegen ist er so mein kleines Vorbild. Er war halt der Erste und ihn habe ich damals gefunden, per Zufall, weil ich eigentlich Ape gespielt habe und ich wollte wissen, wo der letzte Mudokon war. Dann hatte ich ihn gefunden bei Google, zufällig. So. Dann machen wir gleich weiter. Als nächstes fragt Zockerfreak 123. Ich wollte dich fragen, ob du eine Liste oder so machen könntest, welche Lieder du für Kaval benutzt. Denn die gefallen mir, aber ich will dich nicht immer damit nerven, welches Lied das ist. Also würde ich mich freuen, wenn du sowas in der Art machen könntest. Und ein großes Lob an dich auch. Deine Videos sind immer super, vor allem deine Kaval-Videos. Ja, danke dir. Falls du meinen 50 Abonnenten Special gesehen hattest und hast dir den Patch geladen, da ist eine Textdatei drin, wo zu jeder Dungeon ja, das Lied und der Interpret aufgelistet ist. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt, ich gucke jetzt kurz mal, ob ich das zufällig jetzt noch hier liegen habe. Weil wenn ja, dann ist es gut, wenn nicht, dann tut's mir leid, weil ich habe das. Weiß nicht, ob ich die Echse hier noch liegen habe. Irgendwie nicht. Also ich muss mir das downloaden und dann kann ich das nächste Mal dann stellen. Also stell die Frage einfach nochmal neu für nächste Woche Freitag. Oder wie gesagt, lad dir den Patch runter, falls du ihn noch nicht hast. Und da ist eine Texter da drinnen. Da stehen die ganzen Lieder drinnen. Weil ich benutze halt die Original-Sounds von Kabal sozusagen und habe halt nur die Sounds von Kabal selber geändert. So, als nächstes fragt You Know Lighty, kannst du mal deine Stats nennen? Einen Moment, ich muss kurz bauen gehen bei Kabal. So, Kabal ist gestartet, ich gucke jetzt schon mal. Ach verdammt, ich habe die Musik dran. So, kurz aus. Meine Stats. Stärke habe ich 340. Ja, genau, 340. Int habe ich 309. Und Dex habe ich 670. So, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet, welches Stats ich habe. Du hast viermal Wing of Fighter plus 10 drin. Hast du dann nur so 43 Raid? Oder wie? Im Pad vielleicht noch ein bisschen? Finde ich ein bisschen weniger als FB. Ich habe 44 Raid, das ist wohl wahr. Ich versuche ja die ganze Zeit auf den 40-7er hinzukommen. 40, ja, wie gesagt, Exen und 7 Raid reinzukriegen. Nur die Raid-Rolle ist zurzeit nicht auf dem Markt. Ja, und das ist das Nachteil. Also ich benutze noch den Mega-F-Ring. Ansonsten mit 44 Raid kriege ich genauso viel fast wie mit 50 Raid. Also das geht schon. Ja. Als FW hast du zwar vielleicht weniger Raid, das stimmt schon. Aber überleg mal, ein Warrior oder so hat es noch schwieriger, ein Wizard auch. Die kommen ja auch meistens nur auf so 45 Raid, wenn ich mich nicht irre. Aber, naja. Also ich komme damit klar. Ansonsten, wie gesagt, kann ich mir immer noch meinen Ring da wieder reinballern. Jo, als nächstes war Big Deck die 76 mal wieder. Habt noch ein paar Fragen. Ich würde gerne mal deine Waffen sehen. Und dich fragen, ob es mit der Skill-EP-Rune stimmt, dass wenn man diese lernt, dass die Skill-EP schneller regeneriert.
Du meinst sicherlich die Special Points für Battle Mode, das ist wohl wahr. Das ist schneller regeneriert, aber nicht durch Tanzen. Das verwechseln so viele Leute. Nicht durchs Tanzen. Ihr kriegt nur ein bisschen mehr halt es. Scheiß Fliegen, ey. Ihr kriegt ein bisschen mehr SP wieder durchs Attacken. Sobald ihr Skills einsetzt, bekommt ihr auch ein bisschen SP wieder. Und dadurch kriegst du dann halt mehr, wenn ihr die Skill-EP-Runde wirklich hast. Also durchs Tanzen ändert sich nichts. Also das verwechseln so viele Leute, kann ich nur sagen, dass es nicht so der Fall ist. Und meine Waffen, wie gesagt, die sind jetzt alle plus 11, endlich. Ja, beide sind Mithril, einmal Mithril Blade. Auf deutschen Server heißt es Todeshauch. Also auf Deathblow mit 26 Crit Damage. Genau der gleiche, auch, nee, 27 Crit Damage. Genau den gleichen habe ich auch als Crystal. Ich zeig dir mal kurz zwei Screenies. Ja, jetzt hast du die Screenshots gesehen und ich habe meine Boost plus 12 geschafft. Ohne diese scheiß Safeguard. Nicht, dass das jetzt kommt hier. Ja, Safeguard-Benutzer. Ich habe sie benutzt für meinen Helm damals. Ja, aber niemals für Mitreden. Habe ich nie benutzt. Also nur das gleich vorweg. Nicht, dass da gleich wieder irgendwelche Hater kommen. Das ist total schlimm. Gut. So, das war Big Daddy. Mega Gamer 2222 fragt, hallo, dauert es eigentlich bei Kabal lange auf einen hohen Level wie Level 100 zu kommen? Nein, in 3 Tagen. Ganz ehrlich, zwei Kollegen von mir haben wieder angefangen auf Kabal EU. Innerhalb von 3 Tagen waren die Level 100. Und folgendes, die haben die ganze Story Quest bei der Episode 6 verändert, weil ich das letztens gesehen habe, auch getestet habe auf dem Twing. Du kriegst ab Level 50 so an Mengen an Alts durch die Story Quest, also das Szenario und ohne Ende an XP. Du machst eine Quest, sofort Level Up. Quest, Level Up. Quest, Level Up. Das ist der Hammer. Also, extrem leicht geworden ist das, was das angeht. Also, 3 Tage und bis Level 100, also wenn du aktiv durchspielst. So, Kabelzocker27. Kamen mit dem letzten Update auch neue Söldner raus? Nein, leider nicht. Ich vermisse die auch schon, weil ich sammle die wie Pokémon, sage ich jetzt mal. Ich finde die geil zu sammeln, aber benutzen tue ich sie eigentlich wirklich nicht. Dimension, oder Dimensions, wie man es auch aussprechen mag. Dimension 459. Hallo erstmal. Erstens, könntest du bitte auch mal ein Upgrade-Skill zeigen oder sagen? Upgrade-Skills. Ja, ich zeig's dir einmal. Hier ist ein Screenshot. Ja, das sind eigentlich so die Upgrade-Skills, die ein Standard Sword-Kämpfer hat. Manche Warriors benutzen auch noch nicht Sixth Sense für Defense Rate, sondern nehme ich noch MP noch dazu, also Mana, um gegen Mana Freeze Wizards zu sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die MP-Rune oder so. So, zweitens, was willst du machen, wenn du Level 180 bist? Aufhören oder wer weitermachen? Und ich werde wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich weitermachen. Ich habe auch schon einen neuen Plan, was ich mache. Nur habt ihr auf dem deutschen Server noch nicht die Episode 6 drauf, also wird das noch ein bisschen dauern. Sobald ihr die drauf habt, sofort anschreiben, schreien. Ist mir egal wie. Und dann habe ich nämlich ein neues. Ich habe da nämlich schon ein neues Kabal-Let's Play vor. Was genau werdet ihr dann sehen? Und die letzte Frage: Würdest du den Beruf Tischler empfehlen? Denn ich mache bald Praktikum und überlege, Tischler zu machen. Ja, wie gesagt, ist ein Handwerkberuf und jeder hat seine eigenen Geschmackssachen. Also du bei Tischler hast du halt viel mit Holz zu tun. Ja, bist viel am Sägen, ist auch sehr, sehr laut dauerhaft. Also Kopfhörer ist auch meistens so gut wie immer auf, also Schutzkopfhörer. Also wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Andere mögen halt gerne mit Metall rumarbeiten, manche mögen überhaupt keinen Handwerkberuf. Also da weiß ich ja nicht, wie du denkst. Also wenn du Handwerkberuf willst, dann würde ich den nehmen. Brauchst du Gröberes, dann eher Zimmermann, Maurer. Ansonsten, also Tischler ist mehr so Feinarbeiten. So, das war's dann mit den Fragen von euch und die Antworten von mir. Ihr könnt wieder, ja genau, da wieder draufklicken. Dann könnt ihr wieder neue Fragen stellen.
Link steht, wie gesagt, auch unten in der Beschreibung drin. Und dann beantworte ich sie wieder nächste Woche Freitag, wie immer, wie versprochen. Ja, bis dahin sage ich, bleibt weiterhin mir treu. Und ja, bis dahin. Tschüss.